Steven Spielbergs neuer Film ist der wohl persönlichste, den er bisher gedreht hat, startet diesen Donnerstag in den deutschen Kinos und ist siebenfach für den diesjährigen Oscar nominiert, der in der Nacht vom kommenden Sonntag auf den Montag verliehen wird. Und damit geht es hier jetzt um die Fabelmanns. Sammy Fableman ist ein aufgeweckter, manchmal ängstlicher, aber auch sehr begeisterungsfähiger Junge. Das zeigt sich auch, als seine Eltern Bert und Mitzi das erste Mal mit ihm in einen Kinofilm gehen wollen. Um Sammy dabei die Angst zu nehmen, erklärt ihm sein Vater als Computerentwickler alles über die technischen Seiten des Films sowie der Projektion, während seine künstlerische Mama ihm die Emotionen und Träume, die man einfangen kann, näher bringt. Und dann passiert es, dass Sammy sich bei Die größte Schau der Welt, seinem ersten Kinofilm Anfang der 50er Jahre, in das Filmemachen verliebt. Es dauert nicht lang, bis er zu Hause mit Hilfe von Modelleisenbahnen und einer 8mm Kamera ganze Filmszenen nachstellt und nach plant er sogar eigene Projekte, die zunächst seine drei Schwestern involvieren, aber über die Jahre immer größer werden. Das Filmemachen zeigt ihm dabei, wie man Geschichten erzählen, Menschen darstellen, aber auch die eigene Familie betrachten kann. Und das ist ganz wundervoll, wie aber manchmal auch sehr grausam. Die Fabelmanns bzw. The Fabelmans geht 151 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 9. März 2023 in den deutschen Kinos, ist Biopic und Drama und einen ganz, ganz vielen Szenen höchst biografischer Film von Steven Spielberg, der von seiner Kindheit, seiner Familie, seinen Eltern, das Entdecken des Filmemachens, die Liebe dazu und allem, was dazugehört, erzählt, wie man die Eltern zunächst als unantastbare und unangreifbare Person versteht und je älter man wird, auch feststellt, das sind im Grunde auch nur Menschen mit all ihren Fehlern. Ein Junge, der von Ort zu Ort zog, immer wieder in der Schule auch Konflikten ausgesetzt war, aufgrund seines jüdischen Backgrounds, aber gleichzeitig auch in Freundschaften und Zusammenhalt des Filmemachens erkannte, wie es sich anfühlt, Träume auf eine Leinwand zu bannen und wie man auf einmal durch Perspektiven und Blickwinkel Menschen gewinnen, verlieren kann, aber vor allem auch eine Sichtweise zeigen, die viele vielleicht so noch nie gesehen haben. Und damit vermischt sich die Fabelmanns in eine ganz persönliche Familiengeschichte und Drama und in eine große Liebe an das Filmemachen. Und das von einem Regisseur, der Regielegende ist. Ein Meister, der das Kino wahrlich mitgeprägt hat, besonders auch den Blockbuster, wenn wir uns natürlich Filme anschauen wie Der weiße Hai, E.T., ein Film, der für mich als Kind allein schon eine ganz besondere Bedeutung hat, Indiana Jones, die ganze Reihe, die viele lieben, und dann Das Reich der Sonne, Jurassic Park, ein Film, der nochmal technisch ganz revolutionär auf die Filmwelt einwirkt und dann natürlich auch großartige Filme wie Der Soldat James Ryan oder der unglaublich tiefgehende Schindlers Liste, dann wieder futuristisch denkende AI oder mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks Catch Me If You Can, immer wieder für Oscars nominierten ausgezeichnet wie in Lincoln oder die Farbe Lila, den ich mochte, sehr starken Ready Player One, zuletzt eine Neuverfilmung von West Side Story. Über Spielberg zu reden, bedeutet nicht bloß über einen Produzenten und Regisseur zu reden, sondern über jemanden, der es immer geschafft hat, große Geschichten nahbar zu erzählen und dabei immer wieder durch andere Genrebrillen zu schauen. Aber hier so persönlich in ein Drama einzusteigen und er selbst sagt, dass es auch im Grunde sein erster Coming-of-Age-Film ist, weil die Figur des Sammy Fabelmann zunächst recht jung ist und dann irgendwann in so ein Teenager-Alter einschlägt und dann vor allem sich auch mit den Konflikten innerhalb einer Familie und des Filmemachens wiederfindet und auch letztendlich an dem Punkt, wo er fast bereit ist, seine große Liebe zur Seite zu legen, um nicht an etwas, was sehr schmerzt, erinnert zu werden, aber dann vielleicht doch wieder zurückzugreifen. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn wir uns Filme wie Babylon, Empire of Light, die ja Film feiern, anschauen oder zuletzt viele Regisseure, die eigene Geschichten entweder auf Netflix oder auf die Kinoleinwand banden, ist für mich die Fabelmanns definitiv eine der stärksten Varianten davon. Es ist eine große Hommage einfach an ein nicht nur eigenes Leben, sondern auch vielleicht an alle, die träumen, wenn sie im Kinosaal sitzen und für die manchmal Filme auch Flucht sind und manchmal einfach nur die Möglichkeit, durch ganz andere Augen, ganz andere Geschichten zu sehen und diese Achterbahn der Gefühle eben genauso mitleben wollen. Steven Spielberg mag vielleicht immer auch ein Stück weit ein Mainstream-Regisseur sein, aber ich bin ganz ehrlich, ich liebe Filme, I made a living out of it, auf eine gewisse Art und Weise mit dem, was ich hier tue, und ich will diesen Mann in meiner filmischen Wahrnehmung auf keinen Fall missen, und dementsprechend habe ich mich auf die Fabelmanns sehr gefreut, der leider in Deutschland erst als
als viertletztes Territorium startet, weil der schon in den USA im November rauskam, Oktober schon im Toronto International Film Festival Premiere letztes Jahr gefeiert hat. Dementsprechend musste man lange warten. Aber es lohnt sich, wie ich finde. Gerade die Fabelmanns, den habe ich ungefähr vor, ich würde sagen, 2 Monaten gesehen zum Zeitpunkt dieser Review hier und muss dabei feststellen, als ich aus dem Kino kam, war ich nicht so ganz sicher, weil vor allem diese Mixtur, auf der einen Seite Filme zu lieben, dann dieser Film sehr runterbricht und wieder sich sehr auf die Familie fokussiert, um dann wieder den Bogen zum Filmischen zu schlagen, sich für mich erst einmal etwas unrund anfühlte. Aber je länger die Zeit vergeht, umso mehr gibt es Sequenzen, ganze Momente, ganz intensive Geschichten. Eine Szene zum Beispiel im Trailer sieht man ja, wie Michelle Williams in einem Kleiderschrank sitzt, die werde ich nie wieder vergessen. Und man wird auch wahrscheinlich den Horizont in einem Bild, und das könnt ihr nur verstehen, wenn ihr den Film gesehen habt, und deswegen ist es kein Spoiler an dieser Stelle, nie wieder auf die gleiche Art und Weise betrachten. Aber das könnt ihr bitte selbst im Kinosaal erleben. Was dieser Film aber vor allem ist, eine große Liebe an die eigene Familie. Steven Spielberg soll am Set wahnsinnig oft, sagt Seth Rogen, geweint haben und immer wieder extrem emotional angefasst sein. Paul Dano, der den Vater Bert Fabelman spielt, sagte auch, dass sie immer wieder Zugang hatten zu ganz viel altem Material und war in echten Aufnahmen und Filmen von Spielberg, die er damals gemacht hat. Vieles davon wollte er hier auch 1:1 mit den gleichen Kameras aus jener Zeit darstellen, auch mit richtigem Filmmaterial da drin, sodass man das wieder verwenden konnte innerhalb des Films. Und er fühlt sich sehr viel echt an und sehr viel persönlich und beobachtet, sodass dieser Blick auf diese Familie in all seinem Schmerz, was da passiert und was man so erlebt, immer noch dieses übergeordnete Band des Zusammenhalts hat und einer tief verbundenen Kraft, die aufeinander einwirkt. Und das mochte ich sehr. Reden wir über den Cast. Michelle Williams als Mitzi Fabelmann. Steven Spielberg wollte sie seit Blue Valentine von 2010 gerne diese Rolle haben. Er selbst hat so um die vor 20 Jahren angefangen, an dieses Projekt zu denken und seine eigenen Eltern wollten immer mal, dass er die Geschichte über die Familie auf die große Leinwand bringt. Die leben inzwischen nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo er das jetzt nun endlich dann auch getan hat. Und ich finde, dass gerade Michelle Williams für mich persönlich eine, ich liebte sie schon in Dawson's Creek und wann immer, also damals ihr Debüt in einer Serie und wann immer ich sie auf der Leinwand sehe, hat die immer so was ganz besonders Zerbrechliches, aber auch Liebevolles. Und dass sie hier in die Fabelmanns so viel Bedeutung kommt, habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, so wie sich der Film auch zunächst erst einmal anfühlt und erspüren lässt. Es ist sehr, sehr herzzerreißend, diese Zerbrechlichkeit und diese große Liebe, die Distanz, die aber auch entstehen kann und auch die Frustration darüber, aber immer auch an das Künstlerische zu glauben des eigenen Sohnes, da muss ich sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Energie und vor allem in Kombination mit Paul Dano, der Bert Fabelman spielt, der als Computerentwickler immer einen sehr technischen Blick hat, der was sehr Offenes hat, was sehr Besonnenes, der auch über seinen eigenen Schmerz hinweg vergeben kann. Das ist so so ganz liebevoll und ich mag eben diese Art und Weise, die er oft auf die Leinwand bringt, obwohl er extrem wandelbar ist. Wenn wir an seine Performance in The Batman denken, ist das natürlich ganz krass, wenn wir im Kontrast sehen, was wir hier erlebt bekommen und das komplettieren wir dann durch Gabrielle LaBelle, der Sammy Fabelman in der etwas erwachseneren, also Teenager-Variante abbildet, die bekommen wir, weiß ich nicht, so nach 30 Minuten oder 40 Minuten im Film geboten, aber diese Leidenschaft zum Filmemachen, auch dieses Hinterfragen der Eltern und dieser Prozess des Erwachsenwerdens und feststellen, dass nicht alles irgendwie immer schön sein muss. Aber was man mit Film daraus machen kann, ey, da ist so eine schöne Energie drin. Ich finde, dass das eine ganz tolle Konstellation ist, vor allem, wenn die Schwestern auch noch dazukommen. Man immer diese Familie merkt und auch die Angst, die damit einhergeht. Aber das könnt ihr selbst im Kinosaal erleben. Judd Hirsch als Onkel Boris auch noch großartig. Der taucht relativ kurz auf. Der hat wenig Screentime, hat aber eine Initialszene, die für unsere Hauptfigur sehr wichtig sein wird. Und dann hätten wir noch Seth Rogen als Benny Louie. Das ist eine Art Begleiter der Familie, der beste Freund vom Papa, der dann aber zugleich einfach immer da ist, in diesem Familienkreis mit umherschwirrt. Aber was es mit ihm auf sich hat, das könnt ihr auch dann selbst noch erleben am Kino. Die Kameraarbeit, habe ich ja gesagt, immer wieder so dieses ganz klare Arbeiten mit 8mm Kameras, auch mit diesen Geräten, die man benutzt, um damals Filmen zu schneiden und dann wirklich mit Kleber zu kleben, sodass man immer auch so das Gefühl hat, nochmal reinzusteigen in das Filmemachen in den 50er und 60er Jahren, ist richtig cool anzusehen und dann auch dieses Material aus diesen Kameras zu verwenden. Ansonsten ist es, obwohl die Bilder immer wieder, ich will nicht sagen sonnendurchtränkt sind, aber relativ satt daherkommen und auch Außenaufnahmen oft Platz lassen für Raum, für Himmel, für Freiheit und die Bilder relativ warm sich anfühlen, sind die Einstellungen und die Länge und die Zeit, die man sich nimmt, dann doch wieder recht stark auf Drama gehalten. Und wenn sich die Musik dann von John Williams dazu aufbaut und den Gefühlen von Momenten ganz leise anklingt, dann passt es, wird eines der letzten Male sein, dass John Williams mit Steven Spielberg arbeitet. Der ist jetzt, glaube ich, 91 geworden im letzten Monat und sagt,
sagt noch, er will langsam in den Ruhestand gehen. Er will noch weiter Konzertmusik schreiben, aber Filmmusik ist das dann was, was wir so bald nicht mehr von John Williams wahrscheinlich hören werden, ist die Kamera ansonsten oft nahe dran und passt sich mit der Musik wunderbar ein. Die Szenerie ist oft dem nachempfunden, natürlich wie Spielberg das als Kind erlebt, erdacht, erfunden hat, aber viel entweder sein Zimmer, was so immer zu seiner Werkstatt des Denkens und Kreatives wird, oder dann Räume, so oft Wohnzimmer, wo die ganze Familie einkehrt, oder dann die Schule oder Sets, die man darin auch verwendet. Das sind so ein bisschen die Orte unterschiedlich an den Orten, wo auch die Familie hinzieht aufgrund der Karriere des Vaters, wo man sich immer wieder findet, wobei das Große so ein bisschen suburban ist, also Vorstadt in den USA, was das Szenenbild angeht. Ist Kostüm und Make-up soweit den Figuren angepasst, sieht, was Effekte angeht, vieles davon sehr handgemacht aus. Und da muss ich sagen, auch ein Film, der größer wirkt, als würde er nur in Anführungszeichen 40 Millionen Dollar gekostet haben, um auch mal das Budgetthema ganz kurz eingewoben zu haben, finde ich. The Fabelmans ist ein Film, je länger das zurückliegt, dass ich den gesehen habe, ich das Gefühl, ich möchte den sehr gerne nochmal schauen. Der hat eine sehr persönliche Sogkraft, wie ich finde, wenn man Filme liebt, fällt es sehr, sehr schwer, The Fabelmans nicht zu mögen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, sich den anzuschauen. Für mich hinterlässt der Eindrücke aufgrund einem stark aufspielenden Cast, aber auch wegen diesem Familienzusammenhalt und diesem Traum, durch die Linse Sachen sehen zu können und wie man sie abbildet, wie das gleichzeitig Flucht, aber auch heilsam sein kann, finde ich ehrlich gesagt richtig toll. Und am Ende ist vielleicht so ein bisschen der Rhythmus für mich unrund, mit sehr viel Fokus auf Film, dann Familie, dann wieder zurück zu Film. Aber ich bin gerne dabei mit 9 von 10 möglichen Punkten als Drama und Biopic und 8,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und die Fabelmans mag vielleicht irgendwie erstmal nach nichts klingen, da steckt aber eine Menge dahinter. Wenn ihr ansatzweise interessiert sein solltet nach dem Trailer oder an dem Leben von Spielberg oder am Filmemachen, guckt euch den an, nehmt euch die Zeit dafür. Ich würde sagen, das lohnt sich sehr. Und damit bin ich am Ende dieser Review zu die Fabelmans ab diesem Donnerstag, dem 9. März, in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.